wir waren jung und brauchten das Geld. Und der Wagen war billig, man darf gar nicht sagen, der war wirklich super billig. Es wurde einem sogar drauf gezahlt, wenn man ihn nur endlich abholt. Mein Name ist Ulf Christophers und wir sind heute hier, um dieses Auto vorzustellen. Das ist unser NSU, den ich 1975 gefahren habe. Und damals war uns wichtig, ein billiges Auto zu haben. Und da niemand mehr Vertrauen hatte zu diesem Modell, gab es den Visant am Meer. Alle haben sich von ihm getrennt und ich war froh, dass ich so günstig einen Wagen erstehen konnte. Ja, und dass er nun technisch damals ein bisschen auffällig war, das spielte eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Das Wichtigste war eigentlich, die waren billig. Die waren billig und zu meiner Überraschung muss ich sagen, die fuhren sogar. Und entgegen allen Unkenrufen ist er heute immer noch da. Und für die Fachwelt auch immer noch interessant, weil er ja eben halt diesen Kreiskolbenmotor hat, an dem ich nichts aussetzen kann. Infolge des geringen CW-Wertes war er windschnittig genug, auch Luxusklasse-Wagen Paroli zu bieten, die 100 PS mehr hatten. Und da musste schon mancher Mercedes-Fahrer sauer aufstoßen. Vielleicht hieß dann die Strecke auch Sauerlandlinie. Da ist mir das am meisten aufgefallen. Erstmal haben so hydropneumatisch beachste 280er Mercedes die Kurven gar nicht nehmen können. Und windschnittig genug war der Roh 80, dass man immer eine höhere Reisegeschwindigkeit hatte als vergleichbare Luxusfahrzeuge. Wir hatten ja gleichzeitig damals drei NSU in der Familie. Und am schönsten war es, wenn wir mal zwei Wagen hintereinander hergejagt sind. So die Sauerlandlinie runter, mein Vater und ich. Tolle Zeit, kein Geld und viel Action. Und jetzt kann man ja mal hier, weiß ich auch nicht. Nein, jetzt merkt man schon am Klang, aha, ne, er hat eingekuppelt. Fährst du denn gerne? Sehr gerne. Also das ist so ein Spaß, also schon allein das Spielen, nicht, mit diesem Schaltgetriebe. Man kann ja mit Zwischengas fahren und das macht Spaß. Dieses Zwischengas zu nutzen. Ich kann jetzt einfach den Schalthebel ja in die Neutralstellung bringen, gebe Zwischengas und lege den nächsten niedrigeren Gang ein, ohne dass es ruckt. Zum Motor. Ich möchte gerne als erstes auf diesen Apparat hier aufmerksam machen. Der ist heute so groß wie ein Fingernagel. Damals steuerte er die Wischer-Intervallschaltung von der Scheibenwischanlage. Das heißt also, er ist wahrscheinlich so das erste Modell, das die Wischer in alle 4 Sekunden an- und ausschaltet. Hier sieht man einen Diagnosestecker. Das war damals natürlich auch Neuland für den Bürger. Konnte sich keiner was drunter vorstellen. Kann man auch eventuell sagen, dass es so einer der ersten Diagnosestecker ist im Pkw-Bau. Ja, zum Motor. Da haben ja schon viele Menschen was drüber gesagt. Nur mal eben kurz zum Bäcker fahren, das kann ich niemandem empfehlen. Dann stehen auch mal 18 Liter zur Debatte. Aber sonst macht er eigentlich nur Freude. Sommer wie Winter. Er springt gut an. Er ist absolut verlässlich. Ich würde gerne noch mal was zur Zündanlage sagen. Die war
in den ersten 2 Jahren noch mit Kontakten versehen, also eine konventionelle Kontaktzündung. Dann hat man aber der Effizienz wegen sich eine Zündanlage ausgedacht, die zwar auch immer noch über einen Kontakt gesteuert wird, aber da fließt viel weniger Strom und darum steht da auf der Zündspule, dass es sich dabei um eine neuartige Zündanlage handelt. Eine sogenannte HKZ oder Hochspannungskondensatorzündung. Das Gehirn dieser Zündanlage befindet sich hier auf dem Tableau und war damals schon was ganz Modernes. Sensationell gestartet in den 1970ern. Schnell in die Krise gekommen, aber heute noch geliebt und gepflegt, wie vieles aus den 1970ern. Mehr dazu auf unserer Zeitleiste, auf der Homepage. Der RO80 beweist mit dem Wankelmotor und mit seinem Design Innovationskraft. Und das noch heute, 2022, auf dem Deutschen Jahrestreffen. Wir wünschen weiterhin gute Fahrt.